Wir sind Lisa und Katharina von Prototype Fund und wir erzählen euch ein bisschen über unsere Arbeit und die Förderprojekte, die es schon gibt und hören dann auch sehr gerne eure Ideen, wie man euch anders unterstützen könnte noch zusätzlich und auch, ob ihr vielleicht schon Ideen habt, die ihr uns direkt vorstellen wollt. Und wir sind dann einfach noch eine Runde hier und ihr könnt euch uns auch gerne persönlich ansprechen. Signal? Okay. Genau, worüber wir heute reden, sind eigentlich drei Punkte und wir wollen das Ganze nicht frontal mit euch machen, sondern wir würden gerne auch von euch Dinge erfahren, eure Ideen hören. Das heißt, wir würden erstmal vorstellen und darüber sprechen, wer wir eigentlich sind und was wir machen und was unsere Ziele sind. Und dann sind wir total gespannt darauf, was für Anregungen ihr uns mitgeben wollt. Und natürlich sind wir auch hier, um eure Fragen zu beantworten rund um unser Förderprogramm. Genau. So, also erstmal angefangen mit dem, was wir eigentlich tun. Wir sind ein Förderprogramm, also wir sind eigentlich zwei Dinge. Das, was am meisten auffällt oder was am bekanntesten ist, ist, dass der Prototype Fund ein Förderprogramm ist. Ein Förderprogramm der deutschen Bundesregierung, genauer gesagt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Geld vergeben an selbstständige Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler. Und das ist ein erstmaliges Projekt. Normalerweise sind die sehr gut darin, Geld an große Firmen zu vergeben, an Unis zu vergeben, aber Einzelpersonen waren bisher nicht förderfähig. Und unser Hintergrund ist, dass wir schon seit Jahren Community-Arbeit in dem Bereich machen, eher aus dem Bereich Open Data ursprünglich, aber basiert auf Open Data werden ja dann auch viele Anwendungen entwickelt. Und das wird immer noch überwiegend von Leuten gemacht, die das halt in ihrer Freizeit tun und die anfangen mit einem Hobbyprojekt und sich irgendwann die Frage stellen müssen, will ich das professionalisieren oder muss ich es eigentlich einstampfen, weil es in so einem Halbgarnstadium nicht zu einem Ziel kommt, der alle Leute glücklich macht. Und deswegen haben wir angefangen, dafür uns einzusetzen, dass auch Einzelpersonen mit guten Ideen gefördert werden. Die bringen natürlich ganz andere Voraussetzungen mit. Zum Beispiel haben die keine Rechtsabteilung und keine Verwaltung. Da müssen auch die Steuern anders, leichter abzuwickeln sein als bei so einer großen institutionellen Förderung, ne? Wo kein großer Hinterbau wie bei einer Uni dahinter steckt. Und wir hatten Glück und das Ministerium hat Ja gesagt. Und so kamen wir dann 2016 in den Genuss, tatsächlich auch die erste Ausschreibung machen zu dürfen. Und wir dachten, ja Mensch, wir können 4 Runden fördern und vielleicht bewerben sich so 100 Leute und das wäre total cool. Und wir sind gespannt und es waren über 500. Und dann haben wir erstmal 1,5 Jahre damit zugebracht, unsere ganzen Strukturen glatt zu ziehen mit dem großen Rückhall und den ganzen Ideen, die da draußen sind, weil wir natürlich gemerkt haben, das, was wir gerade anbieten können, wird dem, was an Ideen da draußen ist, überhaupt gar nicht gerecht. Das heißt, inzwischen sind wir von den 4 Runden mit 30.000 Euro Förderung gewachsen auf insgesamt 8 Runden mit deutlich mehr Projekten und wir konnten auch die Fördersumme erhöhen inzwischen. Das heißt, wir fördern jetzt inzwischen alle 6 Monate zwischen 20 und 25 Projekten mit einer Maximalsumme von 47.500 Euro. Wir sind jetzt gerade in Runde 5 beginnt im März. Mit Runde 4 sind es 62 Projekte, die wir bisher gefördert haben. Und bisher, das ist nicht mehr ganz aktuell, inzwischen haben wir 3 Millionen Euro quasi vergeben an Projekte. Und das Tolle an der Sache ist, wir haben es geschafft, es zur Förderbedingung zu machen, dass die Tools, die da entwickelt werden, Open Source lizenziert sein müssen. Das Spannende war, dass das im Ministerium überhaupt nicht kompliziert war, durchzusetzen. Denn die ihrerseits sagen ja auch, das sind Steuergelder, die da vergeben werden. Und die sollen sinnvoll weitergenutzt werden können. Das heißt, auch das Ergebnis, das mit diesen Steuergeldern erzielt wird, das muss für andere nutzbar sein und auch zugänglich sein. Also wie so eine erweiterte Open Access Strategie ist das jetzt quasi so eine Art Open Source Strategie. Und wir würden uns wünschen, dass das auch in anderen größeren und Förderprojekten mit mehr Geld auch noch weiter Verbreitung finden würde.
Genau, wie man am Namen schon hört, wir sind der Prototype Fund. Das heißt, wir fördern insbesondere Projekte über 6 Monate, die von der ersten Idee bis zur Umsetzung gehen. Und also man hat eine Skizze, dann baut man den Code und dann hat man vielleicht nach 6 Monaten was vorzuzeigen für eine Anschlussförderung möglicherweise. Und wir haben 4 große Fördergebiete und regelmäßig dann immer noch einen Schwerpunkt. Zum Beispiel die Runde, die jetzt im Januar anläuft, die Runde 5, die hat sich befasst mit KI-Anwendungen. Und wir waren positiv überrascht, was uns alles an Ideen erreicht hat. Die meisten Ideen kommen aus dem Bereich Civic Tech, Data Security, was wir gerne auch noch stärken wollen, wofür wir, glaube ich, hier auch am richtigen Ort sind, Data Literacy und Software-Infrastruktur. Genau, und wenn ihr wissen wollt, was wir eigentlich bisher so fördern, dann könnt ihr einmal auf unsere Webseite gehen, das ist prototypefund.de/projects, da sind die alle aufgelistet. Aber wenn ihr euch hier für den Kongress ein Ticket geklickt habt, dann ist das über Pretix passiert. Und zum Beispiel Pretix haben wir auch schon fördern dürfen, was total geil ist, weil das ist einfach ein ganz klar umrissenes, eine Anwendung, die halt funktioniert. Ich meine, hier sind 16.000 Leute, also offensichtlich funktioniert das, da braucht man überhaupt nicht mehr argumentieren. Wir hatten aber auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel als nächstes Syrian Archive. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist eher aus dem Bereich digitale Menschenrechtsverteidigung. Das ist eine Gruppe von Aktivisten, Journalistinnen, Techies, die den Konflikt in Syrien, die Medien, die darum herum generiert werden, zum Beispiel als YouTube-Videos hochgeladen werden, aber auch auf Social Media, Facebook, Twitter und so weiter, dass sie die speichern, weil die natürlich oft von Takedowns betroffen sind, das aber potenziell mal in Gerichtsverhandlungen natürlich belastendes Material sein kann, um dann da für Gerechtigkeit zu sorgen, wenn der Konflikt irgendwann mal hoffentlich vorbei ist. Und die machen das nicht nur, dass sie das abspeichern, sondern um gerichtsfeste Quellen zu haben, muss das Ganze auch durch eine Pipeline, um die Metadaten zu sichern, journalistische Aufarbeitung im Sinne von, wir brauchen eine zweite Quelle, um das Ganze zu verifizieren. Das ist also auch ein sehr komplexes Projekt. Ihr seht, die Bandbreite ist relativ weit. Wir wissen eigentlich auch nie, was für Projekte förderwürdig sind, bevor sie uns geschickt werden und die Jury darüber befindet. Das heißt, ein ganz wichtiges Element für uns ist auch, mit der Community im Austausch zu sein, uns anzugucken, was gerade technisch irgendwie für Neuerungen in den Bereich reinsickern und warum das für uns wichtig werden könnte. Genau. Und ich habe ja gesagt, der Prototype Fund sind eigentlich, der hat 2 Ziele. Ich sag mal 2 Ziele. 2. Und das eine ist natürlich das Förderprogramm. Und das andere ist aber, dass wir auch ein Forschungsprojekt sind. Unsere Aufgabe, unser Forschungsziel ist es, herauszufinden für das Ministerium, wie die neue Zielgruppen erschließen können. Weil die selber mit dieser Förderung, die an große Unternehmen und große Unis geht, ich will nicht sagen unglücklich sind, aber sie sehen natürlich, dass die auch eine bestimmte Bereiche abdecken und dass die manchmal auch erstaunlich schwerfällig sind und dass die es nicht schaffen, so gute Ideen, die Leute einfach in ihren Köpfen haben, anzuzapfen und die zu unterstützen. Sie haben die Mechanismen dafür gar nicht. Das heißt, ein großer Teil unserer Arbeit ist es, erstmal zu schauen, wie können wir das Ganze in einem rechtlichen Rahmen, ich meine, es gibt Bedingungen, unter denen gefördert werden darf, wie kann man in diesem rechtlichen Rahmen neue Wege einschlagen und neue Leute erreichen. Und wir testen dann aber auch, wie gut das überhaupt funktioniert und reden dafür total intensiv mit den Projekten, die wir fördern, weil die ja die Erfahrungen gemacht haben, die wir alle nicht haben, wie das eigentlich ist, gefördert zu werden. Also auch, wie kompliziert war das für euch dann in der Abrechnung am Ende? Was hat sich bei den Steuern bei euch ergeben, um da wirklich auch gute Aussagen treffen zu können? Worauf lässt man sich da als Einzelperson eigentlich ein, wenn man so eine Summe an Geld annimmt? Und einerseits diese ganzen rechtlichen Sachen, aber auch inhaltliche Fragen. Also wie fördern wir eigentlich? Katharina hatte gerade gesagt, unsere ursprüngliche Idee war es, Projekte zu fördern, so von der Idee zum ersten Prototyp. Das macht natürlich ganz viele Ökosysteme kaputt, die schon bestehen. Das heißt, wir haben es dann auch geschafft, von unserer eigentlichen Idee, so ein Prototype-Fund, also wirklich Prototypen zu fördern, zu sein, wegzugehen. Und haben dann auch es möglich gemacht, dass wir schon bestehende Projekte fördern können, wenn die ein Modul abgrenzen können. Also auch wenn ihr jetzt Teil von irgendeiner bestehenden Community seid, aber ihr sagt, uns fehlt diese eine Funktionalität und wenn wir die hätten, dann wäre unser gesamtes Ding besser, könnt ihr euch auch mit dieser neuen Funktionalität bei uns bewerben. Also wir fördern nicht mehr nur Projekte, die gerade auf der grünen Wiese entstehen, weil wir auch verstanden haben, dass das nicht richtig war.
Also wir arbeiten zum Beispiel schon mit Cubes und Nextcloud und ganz vielen anderen Communities, die auf jeden Fall schon vorher bestanden haben. Genau, Elisa hat ja gerade erklärt, wie es ist. Zwei große Probleme, auf die wir schon im Vorfeld immer wieder gestoßen sind, ist die Bewerbungsphase sozusagen. Normalerweise, wenn man einen großen Forschungsantrag schreibt, kann es irgendwie 2 bis 3 Jahre dauern und gerne mal 100 Seiten lang sein. Da sind wir schon von runtergegangen, wenn man sich bei uns bewerben möchte. Genau. Beantwortet man erstmal nur 8 Fragen zur technischen Umsetzung, zur Idee, welches Problem es eigentlich lösen soll. Genau, und erst dann, wenn man ausgewählt wird, muss man einen umfangreichen Antrag stellen. Genau. Und gerade weil wir immer so an unseren eigenen Prozessen schrauben und drehen und da versuchen, alles bis zum Ende durchzuoptimieren und auch mal wieder neue Tests zu fahren, sagen wir, dass wir selber halt auch nur ein Prototyp sind. Und wir verstehen das auch total aktiv so. Also sprich, wir evaluieren ganz viel, wir reden ganz viel mit Leuten, die was Ähnliches machen wollen, weil wir auch glauben, Dezentralisierung ist viel, wir sind nicht die eine wahre Antwort. Das heißt, wenn ihr selber euch mit dem Gedanken tragt, vielleicht für eine konkretere oder spezieller zugeschnittene Community auch nochmal so einen Fund aufzusetzen, dann sprecht mit uns. Wir teilen alles, was wir an Erfahrung haben. Wir teilen all die kleinen sozialen Hacks, die wir irgendwie im Ministerium versucht haben, damit Erfolg zu haben und wirklich da auch auf Gegenliebe gestoßen sind. So. Und diese Geschichten und diese ganzen kleinen Tricks und Kniffe, die teilen wir total gerne mit euch. Ich glaube, was in den nächsten Jahren noch hilfreich wäre, wenn es sowas wie uns auch für Hardware geben würde, weil das ist eine große Limitierung, die wir gerade noch spüren. Da würden wir uns richtig freuen, wenn als Ergänzung zu dem man dann die Projekte, die wir einfach nicht aus Gründen annehmen können, wenn wir die weiterschieben könnten, falls da irgendwie schon Pläne gibt, gerne uns ansprechen. Wir helfen da dann auch. Ja, das ist unser Markenzeichen, Schriftzüge, die man nicht gut lesen kann, vor allem wenn man farbenblind ist. Aber wir haben auch Sticker dabei und wir haben T-Shirts und so ein bisschen gehört das auch zu so diesem Prototypenstadium, dass man immer erstmal so drauf guckt und dann irgendwann ergibt das Ganze, es formt sich so irgendwie vor dem inneren Auge. Insofern, Trial and Error ist unser Slogan. Genau, in diesem Teil, als wir noch nicht wussten, dass wir auf einer Bühne stehen, hatten wir eigentlich angeplant, dass ich einmal rumfrage, aus welchen Projekten ihr so kommt, was eure Fragen und Ideen für uns sind, ob ihr euch schon mal beworben habt, möglicherweise, und euch dabei was aufgefallen ist, was wir vielleicht noch besser machen könnten oder was ihr von uns braucht. Deswegen jetzt, es kommt die Interaktion rein. Ich weiß nicht, ob wir einfach den Stream danach ausschalten. Keine, weiß ich auch nicht. Ich würde gerne erstmal kurz hören, wer kannte uns eigentlich und wer ist hier nur, weil er keinen Kaffee gefunden hat. Also wer kannte uns schon? Okay, das sind richtig viele. Und die anderen, okay, die anderen haben einen Sitzplatz gesucht. Das ist schön. Okay. Und wer hatte sich schon mal beworben? Okay. Ah, hi, okay. Wer ist schon mal angenommen worden? Okay. Okay, auch wir Oh. haben eine Förderquote, aber darum machen wir das ja hier, ne? Insofern schön, euch auch in Persona kennenzulernen. Genau, und was können wir für euch tun? Also stellt einfach Fragen, das Mikrofon ist hier, wir versuchen die bestmöglich zu beantworten. Sollen wir den Stream laufen lassen? Ja, also wurscht. Hi. Wir entwickeln einen Webrechercheassistent, also ein Tool, was es dir ermöglichen soll, Bookmarken vergessen zu können und nur noch dein eigenes Zeug durchsuchen zu müssen. Ein Teil von den Features, die wir planen für 2019, sind kollaborativer Natur, also für so kollaborative Webrecherche. Aber wir werden sie wahrscheinlich zuerst mal sehr zentralisiert bauen, auch wenn wir später in eine dezentrale Form umsteigen wollen, aus bekanntlichen Skalierbarkeitsproblemen und auch einfach Security. Die Frage ist, wenn wir zentralisiert anfangen, vielleicht auch mit, zum Beispiel sowas mit Google Firebase, um es einfach zu bauen, ist es dann trotzdem was, was gefördert werden könnte? Es ist erst alles Open Source, also das ist definitiv. Genau. Ihr könnt das am besten einschätzen, ob ihr in der Lage seid, das, was ihr im Rahmen der Laufzeit entwickelt, am Ende unter eine offene oder freie Lizenz stellen könnt. Das ist die eine Bedingung, die nicht verhandelbar ist und die wird auch kontrolliert. So, genau. Okay, in dem Fall wäre das so, dass zumindest der Code, den wir bei Firebase deployen, würde dann Open Source sein. Genau, dann spricht da nichts dagegen. Okay, cool. Ja, hallo. Ich bin der Walter Hefecker, ich bin Präsident vom Europäischen Berufsimkerverband und bin nicht hier wegen Kaffee, sondern weil ich euch im Fahrplan gefunden habe.
Und wir versuchen, die Bienen in ihr Pestizide durch Agrarroboter zu setzen. Und also digitale Landwirtschaft. Ja. Und wir versuchen jetzt gerade auf der Grünen Woche, also großen Agrarkonferenz in Berlin im Januar, zusammen mit dem WWF dafür zu sorgen, dass das ganze Know-how, das wir brauchen, um digitale Landwirtschaft zu betreiben, Open Source ist. Und das sind also Algorithmen-Software. Das sind Bilddatenbanken, die crowdsourced sind, damit ich Schädlinge, Unkräuter, ist jetzt nicht die politisch korrekte Terminologie, aber ihr wisst, wovon ich rede, aufbauen kann. Und das ist aber natürlich auch Hardware, also vor allem autonome Rover. Und wir würden gerne solche Projekte vielleicht sogar von der Imkerseite mitfördern oder im Bereich der digitalen Landwirtschaft einen Beitrag auf der Jury-Seite machen und sagen, welche Projekte sind da zielführend und sollten unbedingt unterstützt werden. Können wir da irgendwie zusammenkommen? Können wir auf jeden Fall. Wir haben auch ein paar Projekte schon dabei gehabt, die haben eine Hardware-Komponente. Da muss man im Antrag halt darauf achten, dass man herausstellt, was die Software-Seite des Produkts ist. Also bei IoT zum Beispiel lässt es sich einfach nicht vermeiden. Es hat Software und Hardware in der Anwendung. Genau, und ansonsten jederzeit gerne. Wir haben vielleicht im Februar eine Ausschreibung. Es könnte sein, dass sie sich mit grünen Themen beschäftigt. Und dann würde es ja vielleicht ganz gut passen. Genau, und was, glaube ich, auch noch ganz gut zu wissen ist, oder worauf wir inzwischen sehr stark Wert legen, weil wir natürlich auch wollen, dass die Gelder, die wir vergeben, selbst wenn aus den Prototypen am Ende dann nichts Produktives wird, ich meine, so ist es halt manchmal, ja, und damit können wir auch umgehen, dass die Gelder dann zumindest in die Community fließen, die lebt. Das heißt, wir fragen auch in der Bewerbung ab, wie die Entwicklerinnen und Entwickler überhaupt mit den Leuten, die das am Ende nutzen sollen, verbunden sind. Gibt es da Kontakte? Machen die so eine Art von Co-Produktion? Machen die Tests mit denen? Überlegen die frühzeitig, was diese Zielgruppe überhaupt braucht? Und das in der Bewerbung auch zu sehen, dass es da meinetwegen sogar einen ganzen Verband dahinter gibt, der sagt, ja, wir finden das gut. Wir haben da, also noch nicht mal, wir brauchen kein Letter of Intent, aber einfach zu sagen, so hey, wir haben schon mal gesprochen. Das ist für die Jury immer extrem wichtig zu sehen und auf alle Fälle ein Faktor, der zugunsten einer Bewerbung ausschlägt. Ja. Hi, wir wollen ein Album von Regionaldaten machen, also Regionaldaten aufbereiten, das sowohl Bilder als auch kurze Texte verknüpft mit Statistiken, die es jetzt schon offen gibt, gemacht werden. Ich habe zwei Fragen, die mir da gar nichts mit zu tun haben. Ihr redet immer von Einzelpersonen. Und kleine Teams, gerne auch interdisziplinär, also es geht beides. Okay, die Fördersumme bleibt die gleiche, egal ob du im Team arbeitest oder als Einzelentwickler, aber das war auch eines der Outcomes der ersten Runde, dass Leute im Open-Source-Bereich natürlich lieber im Team arbeiten. Okay, ich habe mir euren Fragebogen mal angeschaut, da stehen irgendwie Stunden drauf, dann wäre das, okay, man würde es einfach aufteilen dann. Es gibt unterschiedliche Rollen, Entwickler, Projektleiter und Entwickler sozusagen. Dann dann habe ich alte Version gesehen. Und wer ist in eurer Jury? Jedes Jahr unterschiedlich, je nachdem, wer der Rundenschwerpunkt ist, findet man auch auf unserer Seite. Okay, danke. Das ist unter About, das ist ein bisschen versteckt. Hallo, ich heiße Vicky, ich mache was, das heißt Global Innovation Gathering. Hacker, Maker Spaces, Coworking Spaces, Innovation Spaces auf der ganzen Welt, vordringlich Afrika, Lateinamerika, Asien. Was bei uns immer ein Problem ist, ist die Datenlage, weil es werden immer mehr, es werden immer schneller mehr. Die Leute sind so beschäftigt damit, wunderbare Dinge zu tun, dass sie wenig Zeit haben, sich in Airtable oder irgendwas oder LinkedIn einzutragen, das alles up to date zu halten, was auch immer. Wir denken schon seit langem darüber nach, wie man sowas löst und die Frage ist so ein bisschen, ich hätte gerne am Ende eine Open-Source-Datenbank, wo die ganzen Kontaktinformationen und halt nicht nur Name, E-Mail-Adresse, sondern halt auch ein bisschen was mehr drinsteht. Ich stelle mir die Datenbank dazu ziemlich einfach vor, aber es braucht eine Menge, um den Inhalt reinzupflegen. Und da wäre meine Frage,
Wie verhält sich das denn so, wenn das Entwickeln eigentlich so 10% von der Gesamtleistung sind und das Füllen mit Inhalt sind 90? Kann ich da mal nachfragen, habe ich das richtig verstanden? Du redest über eine quasi Outward-Facing-Anwendung. Also es ist keine, ich verwalte damit nicht meine Kontaktadresse, nee, sondern eher so eine Art Open-Source-Link. Genau, genau. Ich stelle mir so vor, du gehst auf die Webseite und willst, also gestern haben wir mit Kadus zusammen darüber gesprochen, dass es jede Menge Leute gibt, die gerne sinnvoll hacken und maken würden in ihrer Freizeit und dabei auch sehr gerne in Konflikt oder wirtschaftlich benachteiligten Regionen arbeiten würden und das sehr schwierig ist. Für die wäre so eine Datenbank halt auch richtig cool und es scheitert immer an der Zeit. Und ich frage mich einfach nur, ob Prototype dafür was ist oder nicht. Danke für die Konkretisierung. Das hilft, das glaube ich besser zu beantworten. Das ist natürlich ein Problem, das nicht nur hier besteht, sondern das ein generelles Problem in der ganzen Open-Source-Welt ist. Das Entwickeln ist die eine Sache, das Maintainen und Betreiben oder meinetwegen auch den Service obendrauf aufzusetzen, ist eine ganz andere Schiene und das sehen wir auch bei den Projekten, die wir fördern. Die Leute haben nicht immer Interessen in allen Bereichen und das ist auch legitim. Und da versuchen wir gerade noch mit Mentoring und Coachings besser reinzugehen. An welchem Punkt müssen Leute, die sagen, ich möchte halt nur entwickeln, ich möchte keinen Service betreiben, wann müssen die eigentlich anfangen, sich andere Leute mit reinzuholen, die genau das machen wollen und wie können die gut zusammenarbeiten? Wir sind aber limitiert, dass wir überwiegend, der Anteil muss die Softwareentwicklung sein. Und die Förderlaufzeit ist auch immer nur 6 Monate. Das heißt, wir können darüber hinaus gar nicht gehen, aber wir unterstützen auf jeden Fall die Projekte dabei, zu gucken, was sind denn Modelle, die das Ganze dann am Ende auch tragfähig machen. Und die andere hässliche Limitierung, die wir im Moment noch haben, ist, dass wir natürlich auch nur in Deutschland fördern dürfen, weil es ein Bundesregierungsprogramm ist. Und das ist natürlich auch nicht die Realität von den meisten Open-Source-Programmen, aber man braucht eine Meldeadresse in Deutschland. Es sind inzwischen einige Leute nach Berlin gezogen, deswegen. Genau, aber einfach der Fairness halber, das ist so eine der Sachen, die man wissen muss, bevor man sich bewirbt. Habt ihr noch Ideen? Einige von euch kannten uns ja schon. Habt ihr eine Art von konstruktiver Kritik? Habt ihr Anregungen an uns? Dann wollen wir auch die gerne hören, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der Video-Engel kurz einen Stream ausmachen will, dann würde ich eine etwas kritischere Frage stellen wollen.